Langsam wird's doch knifflig, Leute, hier bei XCOM 2, Tag auch bei der Verteidigungsmission von unserem Avenger. Ja, wir müssen immer noch hier den Stachel, den Energiestachel zerstören, der unser Schiff auf dem Boden hält. Ja, und den wollte ich auch gerade mal schauen, ob wir den angreifen können, aber das geht gar nicht. Da müssen wir wohl direkt hinlaufen. Das Auto nimmt uns hier wohl die Schusslinie. Ja, weil langsam, ihr seht ja, die Verstärkung kommt hier hinten die ganze Zeit nach und das wird jetzt das die ganze Zeit so weitergehen. Also wir müssen da jetzt schnell eine Lösung finden, indem wir jetzt am besten einmal ja zusammen vorgehen und da was machen. Ich positioniere mal hier den Rookie schon unterwegs auf dieser Position. Dann sehen wir auch hier, ist die Frage, sehen unsere Sniper das? Die sehen das auch nicht. Okay. Also, wir müssen hier unbedingt die Leute hier vorne hinbekommen. Gut, wir nehmen mit ihm dann gerade mal direkt den Energiestachel. 3. Das ist natürlich wenig. 3 bis 5 wäre drin gewesen. Waffe leer, kann nicht angreifen. Und wir stehen jetzt natürlich auch richtig blöd. Komplett alles verteilt. Ist auch komisch, dass ich hier das Ding nicht mehr angreifen kann. Dass ich jetzt nach vorne laufen muss. Stehe ich auch gerade absolut nicht, was da wieder los ist. Ging doch eben auch. Na gut, den Noel, den nehmen wir auch ein Stück vor. Und der kann ebenfalls eigentlich hier drauf schießen. Müssen wir machen, weil ich kann jetzt nicht noch eine Runde verschwenden und hier vorne stehen bleiben. Hab natürlich ein ernstes Problem noch mit dem Edwin, der da lebt. Und natürlich auch mit allen Edwins, die uns hier den Rückzug ein bisschen abschneiden. So, wie sieht's denn aus, wenn mit dem Topstar... Ach, den Topstar bräuchten wir eigentlich zum Heilen. Na, das machen wir nächste Runde. Muss der... Ich glaube, der Stadtfuchs war es noch ein bisschen durchhalten. So, er hat hier auch direkte Sichtlinie auf den Stachel. Das machen wir jetzt. Damit ist der fertig. Und das ist schon mal geschafft. Zerstöre den Disruptor. Ja, also wahrscheinlich ist die Übersetzung mit Stachel echt nicht so die beste. Wie ist der Status? Was immer es war, das Störfeld scheint verschwunden zu sein. Antriebssteuerungssysteme gehen wieder online. Start sollte in 60 Sekunden möglich sein. 60 Sekunden. Oha. Das sind, Start auf Ihren Befehl möglich. Wir sollten den Trupp an Bord holen und dann verschwinden. 10 Runden haben wir jetzt Zeit, unsere gesamte Mannschaft wieder zurückzubringen. Ja, und wir können den Avenger einfach starten lassen, aber ohne uns macht das natürlich wirklich keinen Sinn. Gut, jetzt haben wir hier vorne 3 Leute. Ich würde gerne jetzt noch hier eigentlich... Wie sieht es denn aus? 32% Trefferchance nur nach da hinten. Also einer muss das übernehmen. Was sagt unser Sniper? Nein, nein, nein. Ja, 35%. Viel zu wenig. Wieso ist denn das so wenig? Volle Deckung hat der Kollege angeblich. Hat er echt volle Deckung? Naja, also das ist doch nur ein Strauch hier. Oder vielleicht, weil wir im Weg stehen. Ah, der könnte uns natürlich richtig einen mitgeben. Aber ich muss mich erstmal um die Leute kümmern, die hier mitten bei uns in der Truppe drin stehen. Und dann können wir weitersehen. Hier haben wir jetzt erstmal den Luro. Luro, wen könntest du denn treffen? Die zwei hebe ich mir mal auf für vielleicht einen der Admins hier unten. Der Luro könnte eigentlich... Ach, da kommen auch gleich die Nächsten. Oh je. Dann geh doch mal auf die andere Seite in Deckung. Und hau doch mal ihn hier schon mal weg. Ja. Das hat geklappt. So, jetzt haben wir noch einen hier bei uns drinne. Habe kaum noch Munition. Der Stadtfuchs, der muss jetzt echt aufpassen. Okay, der ist ja schon fertig hier. So, Stadtfuchs holt sich hier die Deckung. On your order.
Und wäre doch mal klasse, hier mit 93% ihm mal wirklich einen mitzugeben. Ja, sehr schön. Sehr schön. Sogar mehr Schaden gemacht als vermutet. Kritischer Schaden. Geil. So, und jetzt habe ich noch das Problem mit ihm hier hinten. 32%. Ja, das ist alles nicht so toll. Gut, unseren Sniper, den benutzen wir. Ach, ich wollte doch wechseln. Okay, 53%. Hat nicht geklappt. Vielleicht wäre ein anderes Ziel nämlich besser gewesen, aber da habe ich eben zu schnell drauf gedrückt. Jetzt haben wir noch unsere beiden hier unten. MC Bass, der nichts mehr im Magazin hat. Aber hat noch das Imitationsgerät und eine Granate. Und die Granate nehmen wir auch jetzt. Und zwar werden wir hier ihm hier die Deckung komplett weghauen. Möglichst mit dem Baum. Ich hoffe, den habe ich jetzt mit drauf gehabt hier in dem Explosionsradius. Ja, Baum ist gefällt. So, und der Vasrias versteckt sich hinter dem Baum. Hinter dem Baum, genau. Hinter dem Kaktus und trifft hoffentlich mit 73% ihn hier. Ah, schade. Damit haben beide überlebt hier. Und die werden uns gleich richtig Ärger machen. Er hier hinten hat auch überlebt. Was ist denn da besser, wenn ich... Ich könnte höchstens mal Unterstützungsfeuer ausprobieren. Das heißt, sobald er sich bewegt, kriegt er einen Treffer von mir ab. Und er hat natürlich geringere Trefferwerte. Ja, wir machen das mal. Unterstützungsfeuer, dann sehen wir das auch mal. Jetzt wird quasi einfach hier wild geballert. Ja, und hier kommt schon der nächste Nachschub. Oh je. Mit einer Mech-Einheit, einer Spitze. Also, es ist wirklich schleunigst. Wir müssen uns abmachen hier. Umso länger die Mission dauert, umso schlimmer wird es, glaube ich. Kann sein, dass jetzt einige unserer Soldaten noch so 2-3 Hits abbekommen werden. So, was macht er? Er bewegt sich, bekommt Schaden und geht drauf. Sehr schön. So war es gedacht mit dem Unterstützungsfeuer. Verstehe auch nicht, warum er da abhauen wollte. So, er greift an. Und trifft den MC Bass. Oh je. Auch auf den MC Bass? Nee. Oh, doch. Oh. Das war knapp. Ja, das war knapp. Das war hier eine Zitterpartie. Och, und die nächsten kommen. Direkt an der Position. Oh je. Commander, die Lage hat sich verschlimmert. Der Widerstand meldet feindliche Transporte in der gesamten Region. Sie machen sich für einen umfassenden Angriff bereit. Ja. Das ist jetzt aber wirklich ziemlich gemein. Wir müssen uns schleunigst abmachen und möglichst viele Leute mitnehmen. Wir können uns jetzt eigentlich nicht hier langsam aus dem Weg machen. Ja, und für Sniper habe ich jetzt eigentlich auch keine Zeit mehr. Das dauert alles viel zu lang. Ich könnte höchstens hier... Könnte vielleicht von da hinten eine Granate da drauf werfen. Ich hoffe, das reicht noch, wenn ich mich da verstecke. Oh Mann. Also hier eine Granate drauf. Der Mech steht sehr offensiv. Der wird sich hier ein paar Leute abfangen, die hier auf dem Weg da nach Hause sind. Oh je. Und wir brauchen auf jeden Fall das Imitationsgerät, die Runde. Sonst wird das auch ziemlich heftig. Wie sieht's denn... Ah, Maus hier hin. Wie sieht's denn aus hinter dem Baum? Kann ich aber nicht wirklich viel ausrichten. Ja, und wenn ich hierhin stehe, treffen mich halt wirklich alle. Ah je. Ich habe noch keine Lösung für das Problem. Noel ist zu weit vorne. Der Rookie hat halt auch nichts mehr in der Knarre drin, keine Munition. Ich kann mit denen eigentlich nur volle Kanne zurücklaufen. Da kommen jetzt gleich die Nächsten. Ey, wie soll ich das denn machen?
Die Sniper bringen mir halt jetzt echt gar nichts mehr. Ich versuche mal einen krassen Rückzug. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich damit Erfolg habe, aber... Ja, das ist alles schwierig gerade. Und er müsste eigentlich auch nachladen, sonst ist er hier eh nutzlos. Okay, er zieht sich mal... Ah, ist halt echt gefährlich. Wenn ich den MC Bass verliere, habe ich hier einen der wichtigsten Soldaten von mir verloren. Ich versuche mal was. Und zwar, Vasquez geht jetzt hier runter, greift nicht ihn hier an, sondern schmeißt eine Granate auf die zwei, damit deren Deckung weg ist und dass sie sich hoffentlich in der nächsten Runde nach hinten verziehen. Immerhin 3 Schaden. So. Sparks muss sich auch ein Stück nach hinten ziehen. Und setzt dann... Ach, er könnte natürlich auch hier den Mech vielleicht fast ausschalten. Per Übernahmeprotokoll. Das muss ich mir aber überlegen, wie ich das mache. Nee, wir machen das anders. Wir machen hier und setzen jetzt das Imitationsgerät ein. Und zwar... So, dass es ein bisschen geschützt steht. Ach, wobei, ist eigentlich egal. Das kriegt jetzt eh alle Treffer ab. Na, vielleicht hier? Ja, ich setze es mal hier hin. Boah, ja, 180 Puls habe ich hier. So, Happy geht mal komplett zurück. Da komme ich gleich die Nächsten. Also ich kann da nicht bleiben. So, hier Jungs, ihr müsst auch nach hinten. Bin unterwegs. Es ist halt nicht aufgegangen hier mit der Sniper-Taktik, die ich euch da gesagt hatte. Das hat irgendwie überhaupt nicht geklappt. So. Der Topstar steht auch ewig weit weg, um hier Leute zu heilen. Oh je. Der Topstar muss jetzt komplett außen rumlaufen. Wird gemacht. Ich lasse ihn da jetzt halt komplett ohne Deckung stehen, weil ich davon ausgehe, dass der Gegner noch ganz viele andere tolle Ziele hat. Oh, was kommt denn da nochmal gleich? F-Krone kann sich auch nur zurückziehen. Ja, wir okay. Machen jetzt die Radikalkur. Ein paar Hits können ja meine Leute auch noch abfangen. Der Luro geht auch zurück. Und der Stadtfuchs, ja, mit ganz wenig Energie, holt er sich wenigstens hier die halbe Deckung. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler, Leute, aber ihr seht, lange kann ich hier nicht bleiben, weil da kommt schon die nächste Verstärkung. Wenn da noch ein Mech dabei ist, dann gute Nacht. Ganz schlimm wäre es, wenn da eine Viper dabei wäre. Noch ein Mech und 3 Soldaten. Oh je, oh je. Oh je. Hat der eine dicke Knarre dabei. Und natürlich jetzt auch super gefährlich ist, wenn uns die Betäubungslancer treffen. So, und der hat hier schon 7 Punkte von dem Hologramm leider ausgeschaltet. Oh je. Jetzt, wenn er hier auch noch zuhaut. Oh. Der hat daneben geschossen. Was macht er hier? Er möchte auch drauf schießen. Und ja, das reicht schon. Der Imitationsköder wurde ausgeschaltet. So, das heißt, die restlichen werden jetzt auf meine Soldaten schießen.
Hä? Okay, das ist schlecht. Okay, 4 Schaden. Und der ist betäubt. Ah. Abby ist nicht mehr betäubt, okay. So, ich bin wieder dran. Kein Nachschub jetzt, aber es reicht ja auch erstmal. Ich habe ein Riesenproblem mit meinen Soldaten, die hier vorne sind. Und ihr seht, wie viele Gegner hier da sind. Ich brech ab. Das wird richtig heiß. Jetzt ist hier wirklich jeder gefährdet. Wo sind denn meine Leute, die am weitesten vorne stehen, die nach hinten müssten? Würde der nächste Runde bis in den Avenger reinkommen, wenn ich hier... Das wird knapp. Ich muss den hier stehen lassen. Schon unterwegs. Oh je. MC Bass, ja, du musst eigentlich komplett zurück. Du musst zurück. Du bist angeschlagen. Ach, Gott, Gott, Gott. Der Noel Eto ist da auch noch ganz weit vorne. Aber der kann relativ weit laufen. Der ist nächste Runde auch hier drin. Okay, runter mit ihm. Und ich werde nächste Runde sowas von auf den Sack kriegen von den ganzen Aliens. Wer hat denn eventuell noch eine Blendgranate? Die würde sich jetzt doch mal richtig lohnen. Da habe ich jetzt natürlich nicht aufgepasst. Die ist wahrscheinlich schon gespielt. Das sind so viele Leute. Das bringt alles nichts. Ich muss die Leute hier rausholen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Indem ich jetzt komplett über die rechte Flanke nach hinten laufe. Topster steht ein bisschen in Sicherheit. Um ihn kann ich mich eigentlich auch nicht kümmern. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn gleich die Leute im Avenger drin sind. Ob ich dann überhaupt abhauen kann. Das werden wir alles gleich sehen. Also so heftig war das bisher noch nie. Nerf Krone. Ist halt wirklich ganz schlechter Moment gewesen. Alle Magazine sind leer. Hier Stadtfuchs muss auch zurück. Ich traue mich gar nicht, mich mit ihm hier hinzustellen, weil er nämlich dann wahrscheinlich direkt platt sein wird. Also stellen wir ihn hier in volle Deckung. So, der Luro, der könnte sich noch hier hinstellen und wenigstens dann auf Reaktionsfeuer gehen, falls hier einer um die Ecke kommt. Dagome, ja. Nächste Runde könntest du dann hoffentlich in den Avenger reinrennen. Avenger. Ach, ich weiß auch nicht. Oder vielleicht hier hinten. Ja, komm, versteck dich da hinten. So viele Gegner. So, was Rias kann auch nur sich hier komplett zurückziehen. Oh Leute, nächste Runde wird garantiert einer sterben. Garantiert. Ich werde es nicht verhindern können. Ich sehe es schon. Außer natürlich, ich haue jetzt ab. Wie viele Leute sind denn gerade nicht im Schiff? Ja, 1, 2. Viel zu viele.
Viel zu viel. Und die haben alle ihre Betäubungslancer dabei. Oh, Leute, das wird so bitter. Das wird so bitter. Und ich mache einen richtig fiesen Cliffhanger an der Stelle. Wir sehen dann beim nächsten Mal, was hier genau passieren wird. Oh Mann, bis dann.